Hallo Dino-Menschen, ARK Survival Ascended wurde letzte Woche veröffentlicht und mit Asa ist alles anders, zumindest ein wenig anders als mit ARK Survival Evolved. Ich habe die letzten Tage mit Theory Crafting verbracht, um euch die Neuerungen zusammenzufassen, die das Breeding mit sich bringt. Das hier ist aber noch kein komplettes Tutorial, denn in dieser kurzen Zeit lassen sich natürlich nicht genug Daten sammeln, um wirklich auf alles einzugehen, was für ein Tutorial wichtig wäre. Seht es also eher als Infovideo, mit dem ihr euch schon einmal Gedanken darüber machen könnt, wie ihr züchten werdet. Stats und Level in ARK Survival Evolved kombinieren sich aus zwei Quellen. Einmal die Basisstats, mit denen die Tiere gezähmt und geboren werden, und die Level, die ihr den Tieren gebt, wenn ihr sie auflevelt. ARK Survival Ascended integriert eine dritte Quelle, und zwar die Mutationen. Diese werden von nun an separat aufgeführt. Wenn ihr die Tech-Binoculars verwendet, dann könnt ihr diese drei Stats in der Übersicht schon einmal sehen. Andere und neue Spyglass-Mods werden diese drei Stats vermutlich auch relativ schnell zeigen können. Doch wie funktioniert dieser dritte Stat? Jedes Mal, wenn ein Tier eine Mutation bekommt, könnt ihr sehen, wo diese Mutation passiert ist, denn die Mutationspunkte werden dort gespeichert. In den Tech-Binoculars seht ihr bei einer Mutation also zwei zusätzliche Mutationspunkte auf der beiden Position in den Klammern. Die erste Frage, die sich jetzt wahrscheinlich stellt, ist, wie wirken sich diese Mutationspunkte auf die Stats aus? In unseren Tests wirkten die Mutationspunkte im Prinzip wie zusätzliche Basispunkte. Bei vielen Tieren werden sich also die Stats am Ende nicht wirklich groß verändern, wenn ihr sie mit ARK Survival Evolved vergleicht. Aber die Mutationspunkte sind nun ihr eigener Stat und nicht an die Basisstats gebunden. Das bedeutet, man kann individuell anpassen, welchen Einfluss die Mutationspunkte haben können. Während die meisten Tiere also vermutlich mit den gleichen Stats wie in ARK Survival Evolved enden, weil ihre Mutationspunkte den gleichen Wert haben wie Basispunkte, können Devs in Zukunft die Mutationspunkte wertvoller oder weniger wertvoll machen, um das Balancing auf die Schnelle anzupassen. Das klingt jetzt ein wenig komplizierter als es ist, aber ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Nennen wir die Basispunkte einmal BP und die Mutationspunkte MP. So war der BP immer der gleiche Wert wie der MP. Wenn MP jetzt auf einmal aber 2 BP wert wäre, dann würde jede Mutation den doppelten Boost geben. Alternativ, wenn MP aber nur den halben BP wert wäre, dann hätte sich der Boost pro Mutation halbiert. Ihr werdet euch aber fragen, ob sich dieses System auf unsere Breeding-Systeme, die wir bereits kennen, auswirken wird. Absolut, denn dadurch, dass die Mutationen auf dem Stat getrackt werden, den sie mutieren, können sie unabhängig von diesem Wert weitervererbt werden. Ich wiederhole mich. Sie können unabhängig von diesem Wert weitervererbt werden. Und das sind vermutlich die größten News überhaupt mit dieser Änderung. Ihr könnt nämlich also jetzt mit dem Mutieren von Kreaturen anfangen auf einem Tier mit beliebigem Level und dort zum Beispiel mit Mutationsstacking Mutationen auf Melee-Damage sammeln. Dann findet ihr in 2 Wochen ein Tier mit einem extrem hohen Melee-Damage-Wert und anstelle noch einmal von vorn anfangen zu müssen, könnt ihr dann euer Tier mit dem Mutation-Stack mit dem Tier mit dem Melee-Wert verpaaren und mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann ein Tier mit dem neuen Melee-Wert und den zusätzlichen Melee-Mutationen. Das bedeutet auch, ihr müsst nicht mehr den besten Wert sammeln, bevor ihr anfangt zu mutieren. Ihr müsst euch auch keine Sorgen über gerade und ungerade Zahlen machen, denn der Basiswert wird immer der gleiche bleiben. Es bedeutet aber auch, dass die Stats der Tiere gar nicht mehr das Wertvollste an den Tieren sind, sondern der Mutationsstack, den sie potenziell vererben können. Das vereinfacht eine Menge an Zuchtorganisationen für Züchter und hilft euch später eure Tiere auf 2 Wege zu verbessern. Zum einen einen besseren Basislevel zu finden und zum anderen euren Mutation Stack zu erhöhen. Tiere zu zähmen, nachdem ihr angefangen habt zu stacken, ist also immer noch relevant. Was ich euch in diesem Video nicht geben kann, das sind Infos darüber, wie sich die Wahrscheinlichkeiten beim Züchten geändert haben. Denn leider ist das Spiel derzeit noch ein bisschen zu instabil, um mehr als 50 Dodos auf Breeding handeln zu können. Aber zumindest bekommt ihr jetzt einen Überblick über die wohl wichtigsten Neuerungen beim Züchten und die Info, fangt jetzt mit dem Mutieren an. Wartet nicht ab, bis ihr die perfekten Stats habt. Ein Tutorial wird folgen, sobald wir mehr Daten gesammelt haben können. Da das Sammeln von den Daten aber sehr viel Zeit kostet, in denen wir quasi nichts anderes machen können, würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen kleinen Kaffee auf Ko-fi spendieren könntet, denn mit ein bisschen mehr Koffein, dann werden die langen Theory-Crafting-Nächte etwas kürzer. Die Links zu unseren Ko-fi-Profilen findet ihr in der Beschreibung. Aber lasst mich wissen, wie findet ihr das neue System? Ich bin absolut begeistert von den Neuerungen und ich kann es kaum erwarten, endlich mit dem Züchten meiner liebsten Kanus anfangen zu können. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.